Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Es ist ziemlich früh am Morgen und wir werden da gleich weitergehen. Wir haben gerade Kalfakas Geheimnis entdeckt und wir schleichen da jetzt weiter durch das Staubmannsgrab. Und das gleich mal ausrüsten und schauen, was da auf uns zukommt. Den Hebel brauchen wir nicht, nö. Okay. Wir sollten eigentlich leise sein, aber ich muss da jetzt ein wenig üben, die Schreie loszuwerden. Ich bin da jetzt ganz leise, eigentlich. Ah, da vorne ist wer. Und das werden wir gleich mal ganz anders probieren. Wir werden mit dem Feuerblitz arbeiten. Schauen wir mal, ob wir denn da treffen, gleich zweimal. Da ist ein Gegner. Und wir bündeln das mal. Ja, die... Oh oh, seht ihr, wie die Pfeile da reinhauen? Das kann ja nicht sein. Wir werden uns da ein wenig in den Hintergrund verziehen und gleich einmal heilen, was das Zeug hält. So, entdeckt sind wir schon. So gut wie tot. Das war schon alles. Den lassen wir einfach so und jetzt heilende Hände. Ja, okay, der macht das ja schon recht gut. Kopf gehört mir. Okay, der hat aber nichts abbekommen. Ist ja auch nicht schlecht. Der ist ja gut im Kämpfen. Wir müssen uns da noch ein wenig mit den Schreien auseinandersetzen. Wie gesagt, ich wollte da schreien, habe das aber nicht auf die Reihe bekommen. Ich vergesse das immer wieder. Wir setzen uns da mal hin. Damit wir das auch sehen. So. Okay. Das war's dann auch schon. Und jetzt gleich wieder zurück zu unserem Feuerdrachen und Feuerblitz kommt nicht so gut. Nö, wir werden das auch gleich wieder auf Flammen umstellen. Und dann haben wir gleich zwei. Da liegt ja was Tolles. Amethyst nehmen und Gold. Oh, das ist da jetzt runtergefallen. Cool. Komm her. Gut so. Da, die Dinger brauchen wir auch. Kobelschimmel kommt, gut. Leinentuch. Es gibt ein verzaubertes Leinentuch. Ja. Da, das haben wir. Gut. Da sind wir durch. Ja, diese Feuerblitze kommen ja recht gut auf Distanz. Da ist nichts für uns. Das ist sicher Knochenmehl, ja. Trollschädel brauchen wir, glaube ich, nicht. Silberschwert können wir nicht mehr tragen, haben wir. Hoppala, das wollte ich nicht. Die Bekleidung brauchen wir nicht, die Pelzbekleidung. Okay, die schmeißen wir gleich mal wieder weg. Und die brauchen wir auch nicht. Die ist für nix. Oder? Habe ich da, ja, irgendwas Verzaubertes weggeschmissen. Ja, ich muss das jetzt kurz einmal suchen. Kleine Pause. So, ich habe die Jungs jetzt durchsucht, ja, und die hatten ja nur Schrott dabei, ein bisschen ein Gold und das war es dann schon auch. Wir sind da echt gut unterwegs zurzeit. Ich bin da ein wenig
am Suchen. Da ist eine verschlossene Spitzhacke, brauchen wir auch nicht. Und da habe ich sicher was übersehen, egal. Ist unser Saturn auch dabei? Okay. Gehen wir weiter. Ah, jetzt kommen die Traug wieder ins Spiel. Na klar doch. Der schaut verdächtig nach. Ja? Was ist denn jetzt los? Irgendwer hat uns entdeckt, aber... Ich weiß jetzt nicht, wer das war. Da ist anscheinend nichts. Durchsuchen, Urne und Gold, Zaubertrank der Heilung und... ja, da hat ein wenig an Wert und... Ups! Was werden wir jetzt da machen? Natürlich Flammen und dann laufe ich da mal schnell hin. Ich werde euch umbringen. Und? Fuß! Das war knapp. Aufgepasst, Schwester. Aufgepasst, Schwester. Okay, und schnell wieder heilen. Also das kommt ja... Was? Hey, das okay. War gut. Wieso ist denn der jetzt da durchgelaufen? Das wollte ich ja noch nicht. Und du bist mir schon wieder im Weg, ist ja klar. Da, normal hätte der müssen ja aufstehen. Da, nix. Den durchsuchen wir, Gold brauchen wir. Wir haben fast überhaupt kein Gold mehr. Und unser Atronach verschüsst sich da auch immer. Die ist eh leer. Na gut. Hätten wir das hier? Da gibt's gar nichts. Das muss ein Bug sein. Normal steht der auf. Aber wurscht. Entdeckt. Wer hat uns schon wieder entdeckt? Da, silberne Hand. Den Zweihänder, den haben wir. Gold, Vampirstaub ist cool. Ja, Krankheitsheilung, Eisenrüstung brauchen wir auch nicht. Jetzt schauen wir mal bei den Waffen, ob wir den Eisen-Zweihänder ja schon haben. Silberner Zweihänder, ja. Und Silberner Zweihänder, den haben wir auch schon verzaubert. Okay, ja. So. Wir schleichen da, schleichen da, schleichen da. Und das erste Mal, dass wir geschrien haben, ja? Komm her. Du hast auch sicher noch, ja, kaiserlicher Bogen. Wie schaut denn das bei uns aus? Haben wir einen kaiserlichen Bogen? Haben wir, ja. Und den auch verzaubert, ja. Gold, Fellrüstung, Bipapo, Bellstiel, Stahlpfeile brauchen wir auch. Und das brauchen wir auch nicht, das haben wir auch schon. Ich werde dann das Ganze hier nochmal klar machen. Da oben, glaube ich, kommt dann irgendwas auf uns zu. Gibt es da eine Falle? Nee. Da komm her, drauf. Das brauchen wir nicht. Und Gold ist immer gut. Da vorne liegt noch einer. Gold. Gut so. Da liegt noch einer. Die sind aus dem Grab rausgefallen, ne? Und eine Truhe, die haben wir auch. Novize, das müssten wir eigentlich schaffen. Oho. Komm schön langsam. Okidoki. Oh, die wäre was, ja.
Gold nehmen wir, den nehmen wir, Zaubertrank, Zaubertrank, und die brauchen wir nicht. Jetzt muss ich da was wegschmeißen. Wir haben 2,99 hier. Silber Zweihänder, ja. Das Silberschwert, das Stahlstreitgold. Ich kann da ja nichts mehr wegschmeißen. Oh, Leute. Okay, Zwergenstreitaxt. Das wär's ja mal, ne? Aber die ist ja so schwer. Was ist mit dem hier? Zwergenstreitaxt, 14 Streitkolben, Stahlstreitkolben, aha. Silberschwert, Zweihänder, ja. Den könnten wir mal wegschmeißen, ja. Den legen wir ab. Und es geht sich ja trotzdem nicht aus. Egal, ja, wir lassen das hier mal und ich werde das dann irgendwann einmal holen. Gut, so, da gibt es auch nichts mehr für uns und kurz einmal um die Ecke gelugt hier. Was ist denn da los? Der Traugwicht, ah, Amethyst, Gold, Seelenstein und Knochenmehl, genau. Oho. Was ist denn da jetzt passiert? Die machen sich selbstständig. Der hätte da rein wollen, oder wie? Das glaube ich ja nicht. Ups. Da ist er auch. Meister, das ist nichts für uns. Durchsuchen Urne, das machen wir doch gleich. Und das. Da ist ein Goldbeutel. Ja, 35 Gold. Da hinten vielleicht auch noch eine. Und du, Krieger, du hast einen Streitkolben, Golden. Beschlagene Rüstung, Eisenschild und Fellschuhe, das ist alles nichts für uns. Da ist auch nichts mehr. Ich glaube, wir sind so weit, so gut dadurch. Ja? Haben wir alles. Ja. Ich versuche da zu finden ein Leinentuch, ein verzaubertes. Da gibt es nämlich einen Zauberspruch dafür. Also man kann damit was machen, ja. Da ist eine Urne irgendwo. Gold, okay. Nö, gibt es keine Leinentücher. Gut durchsucht und da unten ist zurzeit alles klar. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht hier gleich einmal speichern sollten. Da hinten, das schaut so aus, als ob das ein Drosselei ist und da liegt ein Ring. Ja. Okay. Schauen wir, ob wir da unten noch alles klar machen können. Gold und Silberring, ja. Ein wenig Gold, ja. Stahlschwert brauchen wir nicht. Zaubertränke sind cool. Gold, Zaubertrank. Und das war's dann auch schon hier. So.
So, nicht, dass wir einen Trigger auslösen, weil wir... Da liegt ein Skelett, da ist nichts mehr drin. Und gut, ja, da finden wir auch nichts mehr. Und... Hängemoosranke gibt's da nicht. Was? War was? Okay, Leute. Das war's wieder. Bis zur nächsten Kammer. Und wir schleichen da beim nächsten Video weiter und hoffen, dass uns die Leute nicht einfach gleich so mit Hauruck in die Jagdgründe schicken. Aber unser, ja, Fakash ist ja echt cool. Machen Speicherpunkt und wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Euer Toso. Ciao.